Ja, moin, moin, meine Yu-Gi-Oh! Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge Yu-Gi-Oh! Millennium Duels auf der Xbox 360. Und ja, Officer Strutch ist heute unser Gegner. Er hat ein Ninjutsu Kunstdeck und Izanami? Oh, ich weiß nicht mehr, es tut mir leid, ich muss mir deinen Namen mal aufschreiben. Ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Du hast mich auf jeden Fall nochmal auf dein Ninja-Deck hingewiesen. Und ich habe es noch nicht vergessen. Gott sei Dank. Und eventuell werde ich mir dieses Deckrezept von ihm, wenn ich ihn besiegt habe, wir werden erstmal anfangen, werde ich mir sein Deckrezept einfach mal anschauen und eventuell ein bisschen umändern und das einfügen, da was rausnehmen und mal gucken, wie es läuft. Eventuell werde ich auch ein ganz neues Ninja-Deck machen, aber sowas mit einer kleinen Vorlage ist auch schon hilfreich. Oder eventuell sein Deck mal nehmen und mal schauen, oder besser gesagt jetzt mal schauen, was er denn für Kombinationen spielt, mit welchen Monster, mit welchen Zauber- und Fallenkarten, wo ich dann drauf aufbauen kann, Leute. Lassen wir uns einfach mal überraschen. So, wir fallen die Monster weg und ja, das machen wir. Blups hat's gemacht und zieht zwei Karten. Sehr schön. Da tun wir denn hier weg. So, passt. Wir könnten eine Lumina könnten wir nehmen. Nehmen jetzt zwei davon. Das ist so oder so bitte Quatsch. Wenn ich das so sehe im Großen und Ganzen. Einmal pro Spielzeug, also wie viele haue ich schon weg? Vier Karten, ne? Okay, komm. Hauen wir die Lumina her. Und hoffen, dass gute Karten, Monsterkarten weggehauen werden. Ja. Lichtschwerter. Okay. Sieht nicht nach sehr vielen Monstern aus, was er spielen wird. Sehr viele Monster, Leute. Was ist da los? Okay, angreifen können wir nicht. Mit der werde ich in. Warte mal. Einmal pro Spielzug kannst du eine Karte abwerfen und dann ein Monster. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Werfen wir die weg. Und rufen ganz einfach. Könnten wir noch eine Lumina nehmen, ja? Oder ihn. Ne, komm. Nehmen wir ihn hier. Dann nehme ich noch mehr Monsterkarten. Oder mehr Karten vom Deck. Oh mein Gott. Man merkt wirklich, dass ich schon lange nicht mehr so groß gespielt habe. Die können wir noch in Verteidigung setzen. Die nicht. Die lassen wir. Oh mein Gott. Okay. Ja, Palos. Ach so. Nee, wir wollen ja, egal ob du angreifst oder nicht. Oh mein Gott, hat er viele verdeckte Karten, Leute. Noch eine Lumina? Wahnsinn. Ja. Nur anzeigen. Die könnten wir machen. Okay, die hole ich mir auch. Leute. Komm, hauen wir noch einen davon weg. Ich wollte die nehmen, genau. Auf jeden Fall Angriffsmodus, denn ich möchte eine Karte von ihm zerstören. So, nehmen wir erstmal die. Was ist das denn für eine? Ich habe keine Ahnung. Biete einen offenen Ninja-Monster als Root an. Du kontrollierst Beschwörer, ein Monster vom Typ Ungeheuer, Geflügel, Ungeheuer oder Insekt. Okay, diese Stufe kleiner oder gleich der Stufe des angebotenen Karte plus 3 ist als speziell. Okay. Dann mach mal. Könnte schon beschwören. Okay. Warte mal, ich möchte mal schnell nachschauen. Könnte ich so machen? Er hat jetzt in dem Sinn kein Monster. Okay, wir warten mal noch. Natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht meine ganzen Karten hier wegschmeiße. So, den machen wir auch mal noch dahin. Oh mein Gott, alle Drachenherrscher sind weg. Oh mein Gott, jetzt verliere ich wohl noch selber. Ah, okay, wir müssen jetzt bald angreifen, Leute.
Ansonsten wird es böse für uns. Okay, ich will auf jeden Fall erstmal hier. Okay, kann ich anscheinend nur einmal aktivieren. Super! Okay. Dann machen wir jetzt den hier. Rufen einfach eine Utopia. Damit erstmal zwei Karten wegkommen. Und ich jetzt hier nicht noch mehr Karten wegschmeißen muss. Weil sonst wäre dann in der nächsten Runde nämlich schon Eppe. Ich muss auf jeden Fall angreifen, Leute. Die könnte ich noch wegschmeißen. Warte mal. Okay. Komm. Machen wir erstmal den hier. Ja, den. Den. Warte mal, habe ich noch einen? Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall die. Na, wo sind sie denn? Nehmen wir auf jeden Fall die. So. Okay, dann müsste ich die jetzt kriegen. Selbstverständlich. Dann rufe ich einen von denen. Dann aktiviere ich den Effekt. Dann greife ich an und dann ist Schluss. Genau so machen wir das jetzt, Leute. Okay. Ja, super. Ja, das ist doch jetzt mal nice. Den kann ich, brauche noch eine. Ich habe aber noch eine Lumina dran, ja. Ja, da war's ja. Okay, das ist dann jetzt nicht so. Ich müsste einen Effekt von dem hier aktivieren. Ich kann ja nicht angreifen. Ich wollte mal gucken wegen dem Effekt, aber ich kann ihn leider nicht. Ah, eine Karte, irgendeine. Okay. So, reicht. Da können wir den dann so machen. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Runde mein Dings beschwören kann. Nein, nicht aktivieren. Na komm. Was ruckelt's denn so stark? Leute, was ist da los mit euch? Lasst ihn mal machen, Leute. Okay. Mosquito Ninja Ipisu. Oh mein Gott. Na, dann mach. Egal. Okay, jetzt will er's wissen, Leute. Jetzt legt er los. Aktivieren. So, jetzt schmeiß ich hier einen weg. Einfach den hier. So, passt. Der kommt wieder. Egal, kann ich so oder so gleich wieder beschwören. So, jetzt musste ich aber. Okay, das passt. So. Notfalls habe ich noch einen. Nein, möchte ich nicht aktivieren. Ich möchte das hier aktivieren. Okay, und dann sage ich Feuer frei, Leute. Alles raus. Und dann machen wir Schluss, Leute. Dann machen wir Schluss, läuft. Seht ihr in der 9. Runde das Übliche. Ich liebe dieses Deck. Das für Multiplayer ist das einfach so genial, Leute. So, okay. Bam. Okay, dann zusammen greifen wir an und machen Schluss. Schluss für heute. Läuft auf jeden Fall. So, wenn ihr Deckwünsche habt, mit was ich beim nächsten Mal spielen soll, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Eventuell versuche ich es Olli auch nochmal mit deinem Kristallungeheuer-Deck. Oder ich könnte ja mal das Magier-Deck nehmen, zum Beispiel mal so als Anmerk oder so. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Also ich denke mal, ich werde noch ein Part im Voraus aufnehmen, dass ich erstmal über die Woche komme. Okay. Ewig Infernales Deck. Oh mein Gott, das ist auch ein sehr, sehr starkes Deck. Und ja. Naja, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sag, haut rein und du Liebes zum nächsten Mal.